im öffentlichen Diskurs, und zwar von Podcastern zu Journalisten, zu Parlamentsmitgliedern, zu Regierungsmitgliedern bis hin zum Staatspräsidenten, wurde auch immer klar gemacht, Gaza ist dafür verantwortlich, das sind nicht einzelne Personen. Und diese Haltung wurde ja sogar von deutschen Politikern ganz ausdrücklich bestreiten. Bestreite ich wirklich absolut ausdrücklich, ist niemals gesagt worden. Jetzt eigentlich der Ausgangspunkt, der zu all dem geführt hat. Natürlich, da müssen wir schon, also müssen wir schon als Land und als Gesellschaft eine klare Entscheidung und Haltung haben. Und da ist meine Auffassung, das ist nicht irgendein Ereignis in einer langen Kette, sondern das ist im Grunde eine Zeitenwende des Nahen Ostens. Ein herausragendes Ereignis, ein dramatisches Ereignis, also im Sinne der Bewertung. Es gibt viele herausragende Ereignisse. Das war an Brutalität nicht zu überbieten. Und das hat den Krieg in diese Region zurückgebracht. Und zwar gezielt. Das ist auch richtig, Herr Röttgen. Und sollte die Verständigung zerstören. So viele Erfolge wurden seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr getötet. Ich meine, dann kann man wir reden über die Wahrnehmung in der Region. In der Region betrachtet man, oder zumindest wollte ich diesen Punkt machen, betrachtet man das als ein Ereignis in einer langen Kette von Leid und Zerstörung, die der Nahe Osten erlebt hat. Das können Sie anders sehen. Ich sehe das auch anders. Sie tun so, als wäre das jetzt eine Form von Sichtweise. Nein, das ist ganz natürlich. Wie man eine solche Brutalität sieht, da kann man sagen, der eine sieht so, der andere sieht anders. Das finde ich nicht in Ordnung, um das wirklich klar zu sagen. Das ist ein klarer Fall. Steht alles vor der Klammer. Ich würde gerne auf den anderen Punkt kommen. Ich würde gerne die Perspektive verstehen. So. Wenn wir die Akteure in ihrem Handeln verstehen wollen oder zumindest eine Ahnung von ihrer Haltung gewinnen wollen, dann müssen wir versuchen, uns mal in die hineinzuversetzen. Das tun wir bestimmt. Und für einen Palästinenser in Gaza, der, weiß nicht, in einem Alter von 40 Jahren 10 Kriege erlebt hat, ist das ein Ereignis von vielen gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Menschen diese Empathielosigkeit hatten und auch in Zweifel gezogen haben, dass überhaupt dieses Massaker in dieser Form stattgefunden habe. Das ist absurd aus unserer Perspektive. Ich kenne das auch aus Gesprächen, dass man sagt, das war eine Inszenierung. Das sagt dann die Propaganda, Das ist doch der Wahrheitsteil, den Sie anfangs angesprochen haben. Und das, was Frau Adler sagt. Genau, da stecken die Amerikaner dahinter, das haben die Israelis selber inszeniert und lauter solche Dinge. Aber dieser Punkt ist wichtig zu verstehen. Natürlich war das ein beispielloser Schock für die israelische Gesellschaft und auch für die israelische Regierung. Eine Traumatisierung. Ich habe aber den Eindruck, dass man aus Perspektive der israelischen Regierung sich nicht um ein moralisches Dilemma handelt. Es war klar von Anfang an, wie man darauf reagiert, weil man die Bevölkerung von Gaza für verantwortlich hält, nicht Hamas. Nein. Man hält die Bevölkerung von Gaza und das können Sie in Abrede stellen, aber dann haben Sie die Reden von führenden israelischen Politikern der letzten 12 Monate nicht ausreichend verfolgt. Ja, ich glaube schon, dass wir vielleicht können wir uns das gegenseitig zugestehen, dass wir ja, aber wenn Sie sagen, wenn Sie das in Abrede stellen, das heißt, Sie vertreten vielleicht auch eine Meinung. Die Vorstellung, dass die Bevölkerung von Gaza verantwortlich ist für das, was da passiert ist, hat auch damit zu tun, dass man gesehen hat, dass sich viele Zivilisten diesem Angriff der Hamas angeschlossen haben. Aber im öffentlichen Diskurs, und zwar von Podcastern zu Journalisten, zu Parlamentsmitgliedern, zu Regierungsmitgliedern bis hin zum Staatspräsidenten, wurde auch immer klar gemacht, Gaza ist dafür verantwortlich, das sind nicht einzelne Personen. Und diese Haltung wurde ja sogar von deutschen Politikern verbreitet. Ganz ausdrücklich bestreiten. Bestreite ich wirklich absolut ausdrücklich. Ist niemals gesagt worden, sondern die Ziele des Krieges habe ich eben hier genannt. Und das sind die immer von der Regierung. Ich habe bestimmt Kritik an der Regierung, der gesamten Regierung, auch an Netanyahu. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist immer gesagt worden, der Gegner, und der uns angegriffen hat. Und das ist die Hamas als Terrororganisation. Es ist vor allen Dingen die Führung der Hamas. Und darum ist unser Ziel, dass wir die Hamas so schwächen, dass von ihr keine Gefahr mehr ausgeht. Aber es ist niemals das palästinensische Volk und auch nicht im Gazastreifen als Gegner oder Verantwortlicher beschrieben worden.